5 Uhr morgens. Immer noch mies woke trotz Weed Smoke. Der Beat's dope. Aber Spaß beiseite, es geht um Leben und Tod. Und dies hier ist meine heutige Inspirational Quote. Die kommt von Gutnacht Goethe und geht ungefähr so: Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Das habe ich mir in meinem stumpfen Kopf gerade ungefähr so übersetzt wie: Nicht alles, was gut gemeint ist, ist gut gemacht, Digga. Und nicht jedes gute Vorhaben führt zu einem guten Resultat. Und jetzt gerade würde ich das gerne anwenden und Leuten ans Herz legen, die überall posten, Hashtag All Lives Matter, Hashtag Every Life Matters, Hashtag We Are All The Same, Hashtag No Colors, weil es einfach nur zeigt, dass ihr keine Ahnung habt, wie die Welt wirklich aussieht, aus der Perspektive, wie ihr sie seht. Ich weiß auch nicht, wie die Welt für jeden einzelnen anderen aussieht, aber ich weiß, wie die Welt für weiße Leute aussieht, weil ich nur mit weißen Leuten aufgewachsen bin. Und es ist einfach ein sehr limitiertes Feld, wenn man sich nicht extrem viel mit nuanciert damit auseinandergesetzt hat, wie und wo Rassismus funktioniert, will man einfach nur immer, um selbst kein Rassist zu sein, Rassismus limitieren auf die Spitze des Eisbergs. Das heißt, radikale Menschen, die vorsätzlich Menschen schlagen, anspucken, beleidigen und töten, in einer radikalen Organisation sind und rechts wählen. Das sind Rassisten und darunter ist man kein Rassist anscheinend. Aber was ist, wenn jetzt die Definitionen neu geschrieben werden nach diesen ganzen Diskussionen, die kommen? Und das heißt, doch, auch Leute, die einfach nur eine Gruppe mit einem Namen benennen, den diese Gruppe nicht mag, sind Rassisten. Auch Leute, die einer Gruppe, wie in diesem Fall, aberkennen, ihr Anliegen für Menschenrechte zu formulieren und sich sogar noch anmaßen, es für sie zu formulieren, nur weil sie sich dann wohler fühlen. Das heißt, das Gespräch geht so, ich poste Black Lives Matter, dann heißt es, nee, das darfst du nicht so sagen, du musst sagen All Lives Matter, weil sonst spaltest du die Gesellschaft. Wenn man sowas sagt, spaltet man die Gesellschaft. Ich sage, die Gesellschaft ist gespalten, deshalb muss man sowas sagen. Es grenzt keinen aus, sondern gibt ein Spotlight auf ausgegrenzte Leute in diesem Fall. Und wenn man dagegen ist, dass sich eine Gruppe für ihre Rechte einsetzt, gerade eine Gruppe, die historisch eine extreme History mit Rassismus hat, einen ganz anderen Rassismus als viele andere diskriminierte Gruppen und ein extremes Trauma, was das anbetrifft und sehr sensibel ist. Gerade wenn eine Gruppe einfach sagt, jetzt lass mal kurz auf dieses Thema bitte mal wieder gucken, weil es jetzt gerade ein sehr traumatisches Erlebnis ist, obwohl ich mich seit 42 Jahren mit diesem Thema auseinandersetze, zwangsläufig einen 19-jährigen Sohn habe, der in den Staaten lebt und einen Song schreibt, der wo eine Zeile ist, wo er sagt, er hofft, er und seine Freunde werden nicht die nächsten Hashtags. Und ich bin so nah an dem Thema dran und sogar ich, obwohl ich so tief in dem Thema drin bin und so viel darüber weiß, habe noch nie so eine bildliche Exekution gesehen, wie die, die wir alle jetzt vor ein paar Tagen gesehen haben bei dieser George Floyd-Sache. Und so viele Bilder, die jetzt gerade kommen, kommen so in HD zu uns, dass es einfach dieses Traumata aufweckt. Und ich würde echt verstehen, wenn Leute so defensiv reagieren würden, wenn die Hashtags jetzt wären irgendwie kill all white people und schwarzeweltübernahme.com. Aber ist es nicht so. Und jeder, der jetzt gerade versucht, da ein Argument für sich zu machen, nur weil er so erzogen worden ist von seinen Eltern, wir sind alle gleich, es gibt keine Unterschiede, es gibt keine Farben, muss ich einfach eingestehen, dass eine mega naive und nicht zeitgemäße Blickweise auf diese Welt ist. Und früher oder später wird der gesellschaftliche Kontext euch korrigieren und der geschichtliche Kontext euch korrigieren. Und diese Statements werden vielleicht noch da sein, weil auch Leute screenshotten, so ich screenshotte viele von diesen Kommentaren, nur um einfach ein Archiv zu haben von Leuten, die später behaupten, sie waren auf der richtigen Seite von Gut und Böse. Und deshalb überlegt euch einfach so, man kann sich nicht für alles einsetzen. So, es gibt auch Sachen, die mir nicht ans Herz gehen, obwohl ich weiß, dass die anderen ans Herz gehen und die wichtig sind und an denen ich in der Timeline vorbeiscrolle. Man kann einfach komplett ignorieren oder man kann sich informieren und engagieren und in dem Sinne der Gruppe mitwirken, um die es geht. Oder man kann einfach shut the fuck up'en. Und einfach nicht so einen Scheiß schreiben, nur weil man sich dann besser fühlt. Weil was macht es wirklich für dich, wenn du sagst, All Lives Matter? Es gibt dir so ein Gefühl von, okay, ich habe es besser formuliert als du, Sammy, weil jetzt ist ja für alle cool, weil du hast mich ausgeschlossen, ich habe dich aber inkludiert in All und ich habe sogar noch Hashtag No Racism, Hashtag Fuck Nazis und ein Regenbogen-Emoji gemacht, damit ich auch noch für LGBT und Gay Rights einstehe. Und jetzt bin ich richtig humanitär, richtig gut unterwegs und du eigentlich nicht, weil du sprichst nur eine spezifische Gruppe an und ich sage, ja, aber diese Gruppe braucht einen Fokus gerade und ich verwässere das Thema,
wenn ich den Hashtag so formuliere, wie du es willst. Dann sagst du irgendwas wie, du musst das Thema besser recherchieren, habe ich auch schon gehört. 42 Jahre schwarz sein ist ganz gute Recherche, finde ich. 19-jährigen schwarzen Sohn in den Staaten haben, der Angst um sein Leben hat, ganz guter Anhaltspunkt, um zu wissen, wo dieses Thema emotional einzustufen ist und die Ernsthaftigkeit. Und dann einfach zu hören von Leuten, die ganze Zeit meinen, sie stehen auf der richtigen Seite, auf der Seite von unterdrückten Menschen. Ja, ich bin kein Nazi, ich bin ja auch für Menschenrechte. Ich war auch, habe auch eine Amnesty-Petition unterschrieben. Aber dann mach auch jetzt entweder mit oder shut the fuck up. Wie gesagt, es geht nicht, dass wir immer auf diesem Low-Level über Rassismus reden, wo Rassismus erst da anfängt, wo Menschen getötet werden, sondern Rassismus fängt da an, wo man nicht sensibel für die Feinfühligkeiten einzelner Gruppen ist und in der Öffentlichkeit Statements macht. Was hinter verschlossenen Türen passiert, wird immer so bleiben. Wir sind Menschen, all good, aber passt auf in der Öffentlichkeit, wenn ihr einfach pauschal über Gruppen redet. Und ich weiß, ich sage jetzt weiß und das ist für viele schon ein Schock, weil sie sich nicht als weiß sehen. Aber das heißt nur, dass sie sich nicht primär über eine Hautfarbe definieren mussten während des Aufwachsens, so wie ich und viele andere. Und ihren Namen, ihren Nachnamen, ihre Familie, ihren sozialen Status, ihr Umfeld, ihr Hobby, das als Definition von ihrer Identität nehmen. Und schwarze Menschen haben auch all das, aber immer noch das davor, das ist der schwarze Schauspieler, der schwarze Rapper, da ist eine Schwarze nebenan eingezogen, da spielt jetzt ein Schwarzer im Team. Und da haben unterschiedliche Leute verschiedene Blickwinkel und deshalb ist es eine schöne Zeit, was zu lernen und sich auszutauschen und auch eine schöne Zeit für ignorante Leute, wie die, über die ich gerade rede, die sich nicht bekehren lassen von so einer netten Ansage wie dieser hier, dann auch eine schöne Zeit für euch alle zu manifestieren, wie imperialistisch, kolonialistisch geprägt, von oben herab, ignorant ihr mit Themen umgeht, von Minderheiten und vor allem in diesem Fall von schwarzen Menschen, die eine sehr eigene History mit Rassismus haben und es bedarf Recherche, mitreden zu können. Und ich versuche mal diesen Satz zu nehmen, damit ich mich nicht in Themen einmische und Sachen sage, die ich nicht in jedem Kontext rechtfertigen könnte. Wenn ich so ein Statement wie das hier mache, werde ich das in jedem Raum, in dieser Welt, in diesem Land, vor egal welcher Konstellation von Menschen vertreten können, weil ich einfach weiß, wofür ich stehe. Aber viele denken, sie stehen für was Gutes, indem sie jetzt ein wichtiges Thema eigentlich wegreden, indem sie sagen, all lives matter. Wirklich, wie gesagt, wenn du sagst, ich sehe keine Farbe, heißt das nur, du bist nicht so aufgewachsen, dass du über deine Farbe definiert wurdest. Wenn du sagst, wir sind alle gleich, heißt das nur, du wurdest nie ungleich behandelt. Wenn du sagst, es spaltet, wenn eine einzelne Gruppe ihr Interesse vertritt, heißt das nur, du hast ein sehr gespaltenes Verhältnis zu der Gesellschaft und wo du da stehst, weil du stehst wahrscheinlich relativ weit oben und die Gruppe, um die es geht, steht unter dir. Und ich habe auch viel zu lernen, ich habe Lust viel zu lernen, wir sind in einer Zeit, wo wir super privilegiert sind, dass es diese ganzen Social Medien gibt und wir ungefiltert ohne Medienstationen, die eh jedes Thema nur weichspülen, viele ehrliche Meinungen haben, viele gute Blickwinkel von schwarzen und weißen Menschen aus allen Kulturkreisen, Religionen und Herkunftsorten. Und wie gesagt, ich muss nicht irgendein Wort sagen, wenn ich weiß, es tut anderen Leuten weh. Und es gibt so viele andere Worte, die man verwenden kann. Und es gibt so viele Orte, wo man Hashtags und Statements hinterlassen kann und so. Aber Hashtag All Lives Matter ist jetzt gerade einfach eine falsche Positionierung von Leuten, die denken, sie stehen ganz woanders, als wo sie wirklich stehen. Und wir können es jetzt alle sehen. Weil man muss sich einfach so vorstellen, als Minderheit hat man einen viel geschärfteren Blick auf die Realität, wie sie wirklich ist, als aus einer Mehrheit raus. So genau wie man als Mann einen anderen Blick auf die Welt hat als Frau. Und Sexismus und Diskriminierung Frauen gegenüber und Unterbezahlung und diese ganzen Faktoren nicht so wahrnimmt, weil man es selbst nicht ist. Und da müssen wir uns einfach klarer werden, dass dieses Thema jetzt Attention braucht und jeder, der sich nicht anschließen will, kann auch draußen bleiben, aber jeder ist willkommen. Es ist kein schwarzes, exklusives Movement nur für Schwarze, sondern es ist von Leuten, die sich auch für andere Rechte schon eingesetzt haben und einsetzen würden. Und jetzt geht es aber um unsere Rechte gerade. Und bitte überdenkt eure Statements und macht eure Statements nicht so lang wie meine. Und wenn ihr nach diesen gut gemeinten Ansagen immer noch nicht bekehrt seid, dann unfollow me, follow me, follow me, follow me, follow me, unfollow me, unfollow me. Oh.